Auch wenn wir den Bereich der Bronze verlassen haben, verlassen wir noch nicht die Handzeit. Hier ist noch eine ganz schöne Vitrine, davon zeige ich euch zumindest die linke Hälfte, einmal groben Überblick. Ich habe ja gerade schon von Bestattungen geredet und von Ziegeln, auf die verschiedene Motive eingedrückt waren oder eingestempelt waren. Allerdings waren solche Bilder oder Bildziegel nicht die einzigen Grabbeigaben. Es gab auch noch sogenannte Mingzi. Mingzi, das waren Abbildungen verschiedener Gegenstände aus dem alltäglichen richtigen Leben. Und hier sehen wir zum Beispiel einiges Vieh im Vordergrund, zum Beispiel links ein Schwein. Ich gehe mal kurz mit dem Finger davor. Hier sehen wir zwei Mandarinenten und auf der rechten Seite zwei Hühner und hier einen Hund. Im Grunde genommen waren diese Mingzi meistens Abbildungen der Besitztümer dessen, der bestattet wurde. Kamen in der östlichen Hanzeit auf, in der westlichen Hanzeit gab es die noch nicht. Die westliche Hanzeit war ja die, die 200 Jahre vor Christus bis ungefähr zur Zeitenwende war. Und da gab es, also herrschten Schachtgräber vor, wo die Menschen einzeln bestattet wurden. Und dort gab es auch Grabbeigaben, aber halt nicht solche Mingzi, also aus Ton gefertigte Abbildungen von irgendwelchen Besitztümern oder Hab und Gut, sondern halt zum Beispiel Schriftrollen mit Texten zur Medizin oder über den Landbesitz der Leute, die bestattet wurden. Oder es wurden Waffen beigelegt oder Gebrauchsgegenstände wie Essgeschirr. Kleidung wurde beigegeben und auch Nahrung. In der östlichen Handzeit, wenn man da zum Beispiel Nahrung als Opfergabe gebracht hat oder mit ins Grab gegeben hat, dann war das relativ beschränkt. Da gab es zum Beispiel einen Fall, da hat man ein Grab geöffnet und es wurde eine Handvoll Hirse halt in dieses Grab gestreut, bevor es verschlossen wurde. Gut, wichtig sind aber diese Mingzi. Wie gesagt, sie bilden halt, stellen halt den Besitz, die Besitztümer dessen da, der bestattet wurde. Und ganz interessant sind besonders die Gebäude, die dargestellt sind, denn aus der Handzeit ist ja nicht so viel Bildmaterial erhalten geblieben und auch nicht so überragend viele Mingzi, aber es also zumindest keine, die Architektur darstellen. Insgesamt gibt es schon sehr viele. Aber das große Problem ist, dass keine Architektur aus der Zeit erhalten ist. Entsprechend sind bildliche Quellen oder solche Mingzi die einzigen Mittel, um halt nachvollziehen zu können, wie die Architektur der damaligen Zeit aussah. Gut, wir haben das jetzt gesehen. Ich habe dazu einiges gesagt. Ich denke, dann gehen wir über zum nächsten. Wir machen nun einen größeren Sprung nach vorne. Von der Handzeit geht es direkt über in die Tang-Zeit. Die Tang-Zeit ist ja eigentlich, die Tang-Dynastie ist mit einer der bekanntesten chinesischen Dynastien. Es ist eine Zeit wirtschaftlicher und kultureller Blüte. Der Handel auf der Seidenstraße hat einen Höhepunkt erreicht und die Chinesen sind weltoffen wie eh und wie sie es selten zuvor waren. Es werden reichlich Kulturgüter und Waren aus dem Westen nach China importiert und natürlich auch andersrum Waren aus China in den Westen exportiert. Es gibt vielerlei Darstellungen aus dieser Zeit, künstlerische Darstellungen aus dieser Zeit, die das bezeugen. Und es gibt halt es gibt Malereien aus der Zeit, es gibt Tongefäße aus der Zeit, es gibt Bronzespiegel aus der Zeit. Und ich habe mich jetzt hier einmal vor eine Vitrine gestellt, die uns einige Töpferwaren zeigt. Wir sehen hier ein Kamel. Kamele waren natürlich als Karawanentiere durch die Wüsten Zentralasiens extrem wichtig für den Handel und für den Austausch.
und entsprechend findet man sie auch oft in Darstellungen. Und dieses Kamel habe ich ausgewählt, es ist zwar zerbrochen und teilweise rekonstruiert, zeigt aber ganz schön eine ganz typische Ausdrucksform der Töpferwaren oder der Töpferei in der Tangzeit, nämlich die sogenannte Sanzai-Glasur. Das ist eine Drei-Farben-Glasur, meistens in den Farben dunkelbraun, beige und grün. Und im Bereich des Rückens und der Höcker können wir an dem nicht restaurierten, sondern original erhaltenen Teil noch Reste einer Decke sehen, die in grün lackiert ist. Ja, mir fällt gerade das Wort nicht ein. Und an den Beinen können wir Reste von brauner Farbe sehen, glasiert wollte ich sagen, glasiert. Reste von brauner Glasur sehen, ebenso wie am Hals. Und vorne im Bereich des Mauls wird die Farbe heller. Und das ist dann wohl die helle Glasur. Wenn wir uns das Bein jetzt genauer angucken, dann sehen wir, dass es nicht gleichmäßig glasiert ist, sondern dass wir da so Fließ- oder Laufspuren haben. Und zwar ist es bei der Sanzai-Glasur so, dass man die Glasur vor dem Brand aufgetragen hat und es dann dem Zufall überlassen hat, wie diese Glasur verläuft. So ist also jedes Sanzai-Stück, auch wenn das darunter liegende tönerne Objekt gleich oder sehr ähnlich ist, ist die Glasur bei jedem Stück individuell. Als nächstes möchte ich euch einen Reiter zeigen, auch aus der Tangzeit natürlich. Und was auch sehr interessant ist, bei den erhalten gebliebenen Sachen, kann man zum Beispiel auch sehen, welche Völker alle am Handel beteiligt waren. Hier zum Beispiel sehen wir jemanden, der aus Zentralasien kommt. Das kann man nämlich an der Kopfbedeckung ganz gut erkennen. Und es ist ganz interessant, also es gibt überall über China und Zentralasien verteilte Wandmalereien oder sonstige Bilder, wo man halt an der Kleidung erkennen kann, welche Gesandtschaften gerade empfangen werden oder wer gerade an irgendwelchen politischen Treffen oder Handelsbeziehungen beteiligt ist. Hier haben wir, wie gesagt, einen Herren aus Zentralasien, wie man diesen Schlapphut, den nennt man auch gerne phrygische Mütze, erkennen kann. Auch hier ist eine getöpferte Figur aus der Tangzeit zu sehen. Und da haben wir auch wieder jemanden mit einem fremdländischen Hintergrund. Er trägt nämlich ebenfalls diese Zipfelmütze und auch einen Rock. Und an den Füßen spitz zulaufende Stiefel, das sind ganz charakteristische Merkmale zentralasiatischer Völker oder für die Kleidung zentralasiatischer Völker. Beschriftet ist das Ganze mit Huyung oder zu Englisch The Hun, also der Hunne. Es ist wohl scheinbar nicht ganz möglich, den genau in einen Kulturkreis oder ein Volk zu verorten. Ich persönlich vermag es auch nicht, aber auf jeden Fall hätte ich auch ohne das Schild erkannt, dass es sich nicht um die Darstellung eines Chinesen handelt. Die Kleidung ist einfach eindeutig fremdländisch. Und das wollte ich jetzt nochmal als letztes Beispiel gebracht haben und dann gehe ich jetzt ein Stück weiter.